Radiant Team Ban. So, willkommen zurück in der John Luther League Season 4 im Loser Brackets Playoffs zwischen Goomba Gaming und Donkey Dodo. Ich bin Sysazon, neben mir ist Holly und wir schauen uns Game 2 an. Brewmaster Ban, hey, schön zu sehen. Ja. Und Juggernaut jetzt. Ziemlich sicher Juggernaut. Glaube ich eigentlich. Ja. Ist für mich noch ein First Bun Juggernaut. Der Nerf da war nicht so. War nicht so aussagegebend. Die haben nicht vielleicht ein bisschen runter, aber Juggernaut Bun, ja. Radiant Team Pick. Brutmother ist. Sehr schön zu sehen von Goomba, dass die Brutmother jetzt beides mal bannen. Wir hatten gestern gegen Unknown eine Sexy Bambo Brutmother und richtig hart die Lane verloren. Oder das Spiel halt auch. Es war böse. Juggernaut. Also, kann ich die Bans hier schön verstehen. Tja, Mensch fürs Bild immer noch First Pick. Ich glaube, sie haben im letzten Spiel gebannt in der ersten Phase, ne? Oder war sie im letzten Game in der ersten Phase gebannt? Ich bin mir sicher, auf jeden Fall war sie gebannt. Dire Team Pick. Nee, eigentlich nicht. Echt nicht? Okay, ich hatte so in Erinnerung, dass es halt. Wenn ich es ja meistens 100% Pick-Bann. Zurzeit. Aber. Es scheint so, als ob Donkey es nochmal probieren wollen. Roll. 10 seconds remaining. Ah, ja. 5 seconds remaining. Reserve time. Gut. Tja, Troll und Legion. Mal schauen, ob sie es nochmal selber picken. Goomba, kennst du noch Pocket Strats von Goomba, die sie hier picken könnten? Weiß nicht, wir haben eigentlich quasi ihre Meta in Anführungsstrichen, ne? Quasi die Heroes, auf die sich sehr komfortabel fühlen. Maede ist ein starker Rubik, starker Shaker, starker Lion, ja. Wie wir gesehen haben. Ja, Unicorn weiß jetzt nicht so viel, nicht so viel beobachtet. Chill, Jakiro, Centaur oder den Brewmaster, der ist aber auch gebannt. Dann Gasha, Thankful Spirit, da müssen wir nicht viel rumraten. Exist. Spielt in der Regel, ja. Wir haben ihn jetzt neulich gesehen auf einem Centaurin. Oh. In der Mitte auch, oder? Ja, in der Mitte mit dem Centaurin, ja. Ah, es scheint ein Ede entdazzelt zu werden. Oder. Dazzle, entstand. Ja. Ja, aber Void Troll ist dann hier die Kombo, die du schon im ersten Game angesagt hast, dass sie stark ist. Na, jetzt First Pick. Aber mit Vengeful Spirit hat natürlich schon die perfekten Möglichkeiten hier, um die Krone zu entschärfen. Mit dem Swap. Wahrscheinlich deshalb hat auch sehr lange mit der Reserve Time auch gewartet und überlegt, okay, Void, wollen wir dir wirklich ins Vengeful Spirit reinpicken? Haben sich aber trotzdem dafür entschieden. Müssen jetzt gucken, ob jetzt noch Witch Doctor gebannt wird. Oder welche Combo Goomba hier wichtiger einschätzen. Ja, mal sehen. Tidehunter Bann. Aber auch lange nicht mehr gesehen im Game selber. Ich zumindest. Dire Team Ban. Ja, Witch Doctor ist tatsächlich der Ban. Schön. Es ist so eine einfache Combo und so eine Pub-Combo irgendwie. Und irgendwie kann sie jeder spielen, aber sie ist noch stark genug, um halt auch competitive gebannt zu werden. Nightstalker Ban. Interessant. Okay. Fällt mir ein bisschen trollig. Ja. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, warum. Aber. Immer gespannt, ob hier vielleicht Goomba so ein bisschen das Ganze auflockern. Exist schon im Bloodseeker gesehen. Vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es halt auch nicht, letztes Game, ob das wirklich einfach. Ob sie Play-by-Play stärker sind, Goomba. Oder ob das halt wirklich der Draft war und die Execution, das halt einfach nicht funktioniert hatte.
Von daher weiß ich auch nicht, ob Goomba jetzt hier Last Pick Punch oder sowas picken gehen sollten. Denn so schwach kam mir Donkey nicht vor. Okay, nevermind. Und der ist Ex. Eieiei, jetzt sind sie aber alle Register. Ja. Hier präsentieren sie einiges. Dazzle X Creep Skipping Aggressive Tri-Lane mit Venge. Könnte laufen, oder? Wobei die. Ich kann echt nicht viel zu sagen. Also kenne ich halt nicht die Variante, die sie hier spielen. Ja, X hat aber auch in letzter Zeit sehr viel Push bekommen. Ja, auf jeden oft Fall. Gespielt. Das ist auch cool zuzugucken und auch. Ja. Eigentlich ein relativ stabiler Held, wenn er den Blinkleger bekommt und wenn er halt vorne bleibt. Offlane-X ist schwierig. Wer hatte das denn letztens? Habe ich geguckt. BTS gestern um irgendwas. Da hatten sie auch einen X. MVP Phoenix hatten das, glaube ich, probiert. Und da hatten sie das Problem, dass sie einen Offlane-X hatten, der irgendwie nach 6 Minuten einen Last-Hit hatte und halt einfach nicht online gekommen ist. Ja. Und da sind sie halt ein bisschen damit auf die Nase gefallen. Lina Sandking. Sandking klar mit Void. Oh, da gefällt mir ja richtig gut der Draft, ne? Sehen wir mal ein bisschen was außerhalb der Meta in Anführungsstrichen. Das ist ein bisschen Pappdoto. Lina. Ja, ich weiß nicht. Lina. X wird kein BKB bauen. Dazzle Vengeful, klar. Andererseits, gut Support Lina wird jetzt nicht unbedingt nach Arganims gehen. Und Doom noch. Offlane Doom? X Jungle? Nee. Oder Doom auf der Safelane? Dazzle X? Irgendwie hier? Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Exist auf dem X sehen und den halt in der Mitte. Doom das wahrscheinlich Unicorn, weil ich jetzt nicht wüsste, dass einer von den Goomba-Spielern den Radiant Team Ban. Practice. Könnte gut funktionieren, Troll in der Mitte gegen X. Oder halt Chill okay auf der Offlane mit X eventuell, aber in der Mitte X ist auch schon ganz schön stark. Ja, ist wahrscheinlich davon abhängig, was Donkey jetzt als Last Pick machen. Wenn sie jetzt sagen, wir picken noch eine Mitte und machen irgendwas anderes. Also können jetzt durchaus eine Mitte picken, Troll auf die Safe Lane stellen. Oh, Kottl. Ist eine Farming Lina in der Mitte? Eventuell. Das sind echt ganz interessante Strategien, die wir. Ja. Donkey versucht mal was abseits vom Meta. Vielleicht haben sie letztes Game halt gesagt, okay. Das ist halt das, was wir brauchen jetzt. Wir müssen halt Goomba irgendwie überraschen, um dann damit durchzukommen. Mal schauen, ob Goomba hier bei dem gegen den Lineup irgendwas noch aus dem Hut zaubert, was noch wahnsinniger ist als X und Doom. Ja, bin ich aber gespannt. Ob jetzt ein Chill oder ein X ist, Jörg. Ja, Putsch, Meepo. Bin hier irgendwas davon? Vielleicht Meepo. Keep the dream alive. Vielleicht eher nicht. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten, Otl. Ja, keine Ahnung. Müssen wir sehen. Würde jetzt wahrscheinlich irgendwas, na gut, Initiation haben sie halt genug. Teamfight, vielleicht irgendwas AOE-Teamfightiges. Könnte dann noch fehlen. Single-Target ganz gut dabei, aber vielleicht. Die Krone ist nicht das Problem, glaube ich. Da kann man zumindest einen rauswuppen. Aber, irgendwas vielleicht, um Counter-Initiaten zu machen. Falls sie den Initiate bekommen. Wenn sie Initiaten, hat Donkey da, glaube ich, keine Chance. Wenn Doom reinjumpt. Und irgendwie Faces Void einfach gedoomt und irgendwie Troll wird gecallt, dann glaube ich, ist der Teamfight relativ schnell für Donkey vorbei. Und deshalb brauchen sie vielleicht was für Counter Initiation. Ja, sie sind wohl auch am Rumrätseln, was es denn sein wird. Ja, was? Spectre. Okay, so viel zu Counter Initiation, ne? Gut. Technically. Ja, von außerhalb der Map drücken ist Counter-Initiation, ja. Aber mal schauen, Spectre. Spectre Axis, oh mein Gott. Okay. Touch Heroes. Cakeburn Lina, also Mitte.
weiß nicht, gegen Lina in der Mitte mit dem Spectre, ob das so eine gute Idee ist. Aber es ist tatsächlich Unicorn X. Und ein Chill Doom. Mal schauen, ob er hier safe geht, der Doom, und sehr aggressive gehen oder halt. Wahrscheinlich eher offlane, weil das seine technische Lane ist. Ja, eigentlich schon. Aber es wäre gar nicht so ein schlechtes Spiel, um hier aggressive zu gehen. Besonders halt auch, um den Sand King am Jungle zu stören. Klar, Kotl ist halt böse auf einer Tri-Lane, wenn er trifft. Aber, weiß ich nicht. Aggressive würde mir trotzdem besser gefallen. Zeit schinden. Zeit schinden, ja. Mann, diese Pause. Ja, besonders wenn irgendwie nichts passiert. Können halt. Bei Goomba ist noch nicht klar, welche Lanes gehen. Ist halt immer ein bisschen schwierig, finde ich, dann zu introducen, wenn er halt sagt, es geht auf die Offlane oder vielleicht in die Mitte. Oder sie könnten Safe Lane gehen. Nicht so schwierig, aber. Ich glaube mal, bei Donkey ist es einfacher. Cakeborn auf der Linie wird in die Mitte gehen. AK1 auf dem Sand King im Jungle, Centurion supportet das Ganze mit dem Kotl. Damit Nico Baby auf der Lane immer genug Mana hat, obwohl er das eigentlich nicht braucht. Und zu guter Letzt Slavi auf der Offlane. Bei Goomba. Ja, scheint es doch Aggro zu gehen. Aggro Try. Chill in der Mitte und exist auf der Safe Lane. Ei. Also doch ein bisschen rumgedreht. Aber Smoke von Donkey an die Rune. Mal schauen, ob sie sich jetzt hier hinstellen. Gepinkt wurde. Ja, die Top-Lane-Rotation. Den Gasha und X. Auf der Top-Lane. Ja, Ede wird wahrscheinlich auch kommen. Und oh, ich glaube, Ede wird sterben. Da wurde er gepinkt. Aber wird jetzt halt lange gesehen so und kann jetzt halt hier eigentlich, ja, Boots first, okay. First Sand ja. King, er wird auf jeden Fall rankommen. Kommt halt irgendwann dran. Oh, oh nein! Dead miss. Oh. Und jetzt kommt die Counter Rotation. Oh, und first blood. Blood, oh Gott. Aber, wie viele geben sie dafür ab? Ja. Ex ist drin, aber ich glaube, er wird down gehen. Chill ist hier. Oh, schön, dass dann auf 2 dann. Ah. Double Kill für den Troll und Chill. Ist jetzt auch okay. Stun ist wieder ready. Auch Gasha und Stun ist hier weg. Phil hat ein Problem, wird jetzt auch wieder geslowt. Dann gleich auf Cooldown, er kommt aber, denke ich, weg. Warum eine Pause in dieser Situation? Ach, Sand King ist disconnected. Das ist Autopause, das ist eine Autopause. Okay. Neues Feature, was es gibt, wenn Spieler disconnected, gibt es eine Autopause. Ja, musst du das eigentlich aktivieren in Optionen oder ist es immer an? Nee, das sollte eigentlich immer an sein. Aber nur in Lobby Games. Ja, nur in Lobby Games, ja. Tja, Gasha ist auch relativ weit draußen. Ist hier einen schönen Blockward gestellt. Der sowohl das Camp blockt, als auch vielleicht ein bisschen Vision auf den Kurier gibt. Könnte halt auch hilfreich sein. Aber, 2-1 für DD. First Blood hat sich erstmal nicht gelohnt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also. Besonders wenn jetzt hier noch Chill Down geht und ich glaube, da kommen noch 2 Hits raus. Doom mit 0 Armor, ja. Und auch Lina ist schon Attack Animation, von daher. Geht hier Chill Down 3-1. Im Prinzip sind das 200 Gold, die abgegeben wurden. 200 Gold pro Kill. First Blood gibt mehr. Wahrscheinlich. Go? Okay. Was? Easy. Ja, genau. Der Server hier aber auch nicht der beste. Don't kill me in the leaf. Ja, scheint eine längere Disconnect zu sein.
geht's an Kombos. Weiß nicht, AX 1-1 ist okay. Hat auch noch oben TP'd, okay. Will also vielleicht noch ein paar Leute finden. Und Much Pinks. Das sehen, na okay. Irgendwie ist es schwierig von der Farbe hier die Lina und die Ventures Bild auseinanderzuhalten. So weiß ich ja nicht, wer da unten malt. Und wieder der Hakenkreuz, seriously. Gelb. Mhm. Pings, pings, pings. Ja, anscheinend scheint Goomba trotzdem noch Spaß zu haben. Obwohl sie hier so gestartet hatten. Der Existence ist schuld, ne? Dass er einfach nicht da war. Also wirklich. Aber ja, schön gespielt von Donkey halt auch. Das zu sehen, Boots First Sandking. Ist natürlich gut zum Stun. Obwohl es jetzt in der Situation nicht funktioniert hatte. Ist halt ähnlich. Ähnlich die Situation wie im Earthshaker. Wo halt auch einfach gesmoked werden kann. Earthshaker Fischer ist doch sehr garantiert das dann. Und dann ist der Rest des Teams da. Können wir uns mal überlegen, was sonst noch so für Kombos hier drin sind von den Teams. Seite von Donkeys. Das ist halt die Hauptkombo natürlich. Krone und Epi. Plus Fall, Troll ja. Ulti. Aber von Goomba, keine Ahnung. Oh, X kommt rein. Und das ist zurück. Haben. Ja, zum Glück, denn das sind auch schon alles, alle Kombis, die drin sind. Und okay, ja. Batz. Mehr als genug. Ah, Gasha. Mal schauen, ob es hier irgendwie juken kann. Aber scheint den richtigen Weg zu gehen. Oder er wartet hier auf den Kurier. Wäre auch eine gute Idee. Oder er wartet auf den Gank oder so. Da ist X schon wieder. Tief drin hier. Versucht die Clarity zu canceln, kommt aber nicht ganz ran. Aber oh, finden hier Centurion. Das ist ein schöner Clip. Mit der Art von Creeps, die da noch sind, ja. Einfache Spins. Hier, das ist schon eine üble Taktik. Also nach der Bottomlane dann Solo Void gegen den Solo Spectre. Ja. Beide wahrscheinlich pumanziert am Anfang. Farm War da unten geben. Ja, aber auch Chill in der Mitte. Mit Doom muss schon die Salve ziehen. Gagburn Level 2. Hat er schon gut Harris draußen. Hat aber auch jetzt keinen Mana mehr. Aber auf der Bottomlane geht's erstmal los. X noch Level 1, kein Call, ist natürlich doof. Und da kommt ein schönes Illuminate, trifft nur auf X, okay. Aber jetzt kommt der Call raus, wunderschön. Und dann sorgt für den Schicksal und Aki kommt gerade so. Oh, der letzte Hit von Dazzle. 53 Damage sind genug. Und Double Kill auf der Top-Lane zu holen. Stark. Ja, sehr stark. Damit haben sie sich quasi 4-3 den Lead wieder zurückgeholt. Ja. Ich kenne halt normalerweise diese Dazzle-X-Kombo noch mit Darkseer zusammen. Das ist halt nochmal eine Partie härter. Dass du halt mit dem Spins noch die Einschell draußen hast und einfach nur Creeps gibst. Aber das geht halt auch. Oh, Lucky ist dann auf der Bottom Lane. Schadenspunkte. Ja, wir sehen auch Desolate geskillt. Noch ein Laden Dispersion. Ja. Sicherlich immer 1 gegen 1, sicherlich sehr, sehr wirksam. Mal gucken, ob hier Leute irgendwie auf Quelling Blade gehen. Top Lane, weitere Rotations, da wird. Gepoisoned. Jetzt kommt der Slow, aber X ist nicht da. Das wird da ein erster Kill. Heal kommt noch raus, aber reicht nicht ganz. Eventuell kommt jetzt, also müssen jetzt hier unten rausgehen, weil sonst wäre das mehr. Aber Nico Baby ist da ein bisschen rein. Call ist da. Ja, Battlehanger könnte man jetzt machen, aber. Kein Stun. Gasha hätte doch mal lieber den Stick ziehen sollen, dann hätten sie gekriegt mit Stun. Ja, eigentlich schon. Aber wahrscheinlich hätten sie da Angst, dass halt von hinten die Donkeys ankommen und das zu schnell turnen. In der Mitte. Belt. In der Mitte ist schon down. Doom. Exist unten kriegt auch Low. Einiges. Ina. Währenddessen ja, Toplane wieder reingechased wird. Schön diven. Boomer sind aggressiv. Dire's Top Tower is under attack. Ja, aber die Mitte ist halt das Problem. Also,
Bottom Lane ist even, Top Lane sollten vielleicht Goomba die ein bisschen die Nase vorne haben, aber Mitte wird Chill wahrscheinlich verlieren. Beziehungsweise als Offlane Doom, wenn er es als Offlane spielt, wird er wahrscheinlich gewinnen eher, aber schwierig. Aber Lina mit Envis Rune rotiert Bottom. Dist hat noch ganz gute Leben, aber jetzt ist er ein bisschen out of position. Hat immerhin Boots. Ah, oh, ein Stun trifft er. Je nachdem, ob wir die Tunnel jetzt aufsehen, aber nicht. Toplane auch. Kommt okay. Der Tod. Axe auf den Troll immerhin. Carry für Carry getradet. Wobei Kottl wahrscheinlich hier noch down geht, ja. Und schön von Unicorn noch den Stun gedodged. Jeder mit und dem Lasted. Dazzle holt sich den Lasted. Auf die Toplane ganz schön überfahren. Ja, die Toplane gewinnen sie. Spielen aber auch sehr, sehr aggressiv. Ja, Bottom Lane geht der Farm War weiter. Beide gleiches Inventory. Naja, Boots pumm ins Shield. Ja, Axe versucht jetzt noch ein bisschen Leben zu regenerieren. Droppt dann noch die Boots. Aber der Range Creep schießt noch. Okay, jetzt. Akku getoggelt und alles perfekt gemacht. So, jetzt kommt der Go hier, aber finden sie erstmal Centurion, das ist ein bisschen blöd. Aber Stun kommt raus, ein bisschen früh vielleicht. Kommt er nicht rechtzeitig rein, Battlehanger ist draußen, okay. Das ist jetzt alles oder nichts. Und da kommt das TP ein bisschen zu früh hier. Aber trotzdem reicht es noch. Mal gucken, ob Nico Baby hier noch Gasha down bekommt. Eher nicht, sie splitten auch ab, nicht dass sein. Er keinen Stun Heal ist halt auch da. Kann. Ja, Heal ist da, Battlehanger in 5-4. Ja, Nico Baby kann halt nicht wirklich ran. Mein Axe hat immer so viel Creep steht. Haben sie mal jetzt gesandwiched? Eventuell? Nee. Können halt nicht daran. 1500 Gold. Doch ein früher Vanguard. Egal, eventuell. Ja, bisher brauchen sie es auf der Lane nicht, solange die Lane halt noch bleibt. Aber sobald jetzt hier die Rotations kommen, wenn die Supports weg sind, dann ist ein Dagger natürlich besser. Smoke aber erstmal in die Mitte. Mal gucken, ob Chill da reinläuft oder nicht. 2-0, auch nicht der beste. Obwohl er am meisten Creepskills hat. Ja, die Creepskills hat er. Daher ist es, glaube ich, noch okay für ihn. Im ersten Death konnte er nicht so viel machen. Lena natürlich. Jetzt. Ja, auf der Lane auf jeden Fall. Ja. Ja, es scheint aber ein Blinklicker zu werden. Für den Vitality Booster wahrscheinlich schon gekauft. 1900, oh, 7 Minuten Blinkdagger oder so. Uiuiui. Schenkels hat er ja auch noch. Naja. Keine Spins. Ach, der Arme. Ah, jetzt 2, okay. Gleicht sich wieder aus. 2-1. Mal schauen, ob er hier das Dodge-Sheet verkauft. Und dann 6 Minuten 30. Nee, denke ich nicht. Blinkdagger holt. Nee. Ja. Horn schon, um wegzukommen oder was? Nee. In der Mitte, ah. Raus. Schön. Ja, Axis wird sich den Kill an die Spektre. Ja, mit einem Killing Spree. 322 Gold, einiges. Und Axis hat den Blinkdagger. Wenn er ihn hier kauft, sollte ihn vielleicht in der Base kaufen, aber hier jetzt kommen raus, ja, Grave ist da. Und ich kaufe jetzt den Blinkdagger und den Dagger weg, sehr schön. Aber, da ist ein Blade. Ah, nein, er kommt nicht ran. Nein, oh, die Ulti, er will die Ulti zünden. Das war ein bisschen sehr greedy. Oh, Level 7 kommt da. Da kommt der gehen. Chrono. Und ein Kill. 8-8 auf einmal. Vielleicht ein bisschen overaggressive. Ja. Ja, das wollte unbedingt den Kill haben. Lina farm weiter Mitte. Stations von ihr. Es wird. Ist es mit dem Null-Talisman und. Ne, wird es ein Foster oder wird es ein Dagen? Berliner. Könnte, ich weiß nicht, ich glaube eher, dass das ein Casual Null-Talisman into Oils wird, weil Oils einfach wichtigste Item. Ja, eigentlich schon. Hast du recht, aber. Top Lane! Halt so. Boah, Centurion und tot. Gerade so durch. Dank Nummer 1. Tja. 8 Minuten, 600 Gold.
Kommt schon wieder ein Vanguard. Aber jetzt erstmal chillen. Ja. Da ist Ede, gibt ihm gleich das Grave. Chill wird noch down gehen, schön Grave. Und kommt noch weg. Da geht aber nicht down. Auch Goomba wird wohl nichts bekommen hier. Ede jetzt mit der automatischen, aber da kommt das Sun auf Kickburn. Der wird und frei. Ganz turn. Wichtiger Kill. Und eventuell sogar noch mehr? Nein, da kommt AK1. Er versucht das Ganze zu juken. Und schafft es auch. Dann wollte nicht committed werden. Mit 240 Mana. Kann er sich das zweimal beleben, aber jetzt halt stunt und keinen Kill bekommt oder was lässt. Ja, währenddessen fahren sich Exes weiter. Ex im Wald. Unicorn wieder 1400 Gold zusammengefarmt. Dauer ist weg. Ja. Das 52 Last Hits. 5000 Net Worth. Knapp 2000 über dem Doom. Und halt auch 2000 über der Lina. Da sieht man es halt wieder. Devour macht auf dem Doom tatsächlich halt auch auf der Lane, dass der Networth knapp 500 über der Lina ist. Und Horn kommt rein, Exist. Hatte schön den Stun genutzt von Gasha. Und in der Mitte sich einen Kill geholt. Hat auch schön, dass die Spectre schön aktiv ist. Wenn nicht aufs Radiance spart oder so, sondern halt aktiv auf der Map mit einer Urne, mit Portraits. Früh auch unterwegs ist. Auf jeden Fall, ja. Jetzt auch mal. Ja, besonders mit solchen Setups. X-Call ist ein Kill, ein Vengeful Spirit Stun ist jetzt bisher ein Kill. Und ein Doom ist natürlich auch ein Kill. Besonders halt das Problem bei Doom ist auch meistens, wenn man ein Target doomt. Ja, Point Booster Pickup auf dem X, also sehen wir da das Arganims. Höhes Arganims. Oh ja, natürlich. Der wird richtig crazy gehen hier. Ja, je nachdem wie früh das wird, das ist halt so ein Hälfte HP auf den Supports ist schon Kill Threshold. Oh Gott. Tja, das wird Farm. Mal schauen, ob er halt wie eben mal dann zu greedy wird. Da er eben doch seinen Streak abgegeben gehabt. Oder ob er es dann aggressiv, aber nicht zu aggressiv sein kann. Gasha hofft jetzt hier, dass auf der Bottomlane irgendwas passiert, aber Void will nichts davon wissen. Nishiechen, Nico Baby will da irgendwie reingehen, hat aber keinen Support da. Weiß nicht, was genau sich da ausdenkt. Ja, werden wir sehen, was er sich da gleich denkt. Weil Leute, der hier. Aber es scheint zu funktionieren hier. Jetzt gehen sie auf Eda als Erste. Aber er will halt unbedingt hier rein. Das ist jetzt schon das zweite Mal, wo er doch sehr aggressiv ist und er deshalb gestorben ist. Eda hat sich in dem Sinne für ihn geopfert, er hat gesehen, es war. Ja. Die haben auch gesehen, es kamen halt irgendwie drei Rotations und trotzdem war sein Digger auf cool, dann ist er halt nochmal rein. Obwohl er halt gesehen hat, dass er eigentlich keinen Damage drauf macht. War vielleicht ein bisschen overzealous hier. 1000 Gold für die Idee da, nur dadurch. Yay. Ein bisschen Throws jetzt hier. Hat sich halt wahrscheinlich auch überschätzt. Mit dem Vanguard wäre das vielleicht nicht passiert, aber er geht halt nicht auf Vanguard, er geht halt auf Agnims. Dauert noch ein bisschen, bis online ist. Auf jeden Fall 1300 Gold mittlerweile auf der Spectre. Ja, wird jetzt. Wird wohl kein Drums sein, sondern wird. Toplane. Dann wohl. Und tot. Auf Spectre geguckt, auch immer so Haunt. Hm, okay, irgendwo passiert was. Ja, wird wohl Radiance Build sein, oder? 1600 wahrscheinlich. Schön defensiver Swap hier von Gasha. Und anscheinend kommen beide weg hier. Schön gemacht. Ohne den Swap wäre das vielleicht ein Kill gewesen. Ich weiß nicht, Laguna Blade ist auf Level 1 noch, okay. Aber. Na gut. Nicht genug Damage gewesen für den Ace, aber. Better safe than sorry. Ja, genau. All Scepter auch auf der Linie. Ja, genau. Das haben wahrscheinlich wir jetzt eben jetzt im Einsatz gesehen. Oder sowas. Ja, er braucht eigentlich jetzt hier gar keine Arganims. Also ja, es macht mehr Damage, aber den Hauptteil des. Dadurch, dass es halt durch BKB durchgeht, braucht es in dem Spiel halt einfach gar nicht. Doom wird vielleicht auf BKB gehen, aber ansonsten. Vielleicht ein X später, aber eigentlich auch nicht. Dire's Middle Tower is under attack. Oh, gerade so noch. Und Roshan.
Roshan und keine Vision Hyuma. Ah, Spectre Haunt auch nicht auf Cooldown, von daher keine Chance da irgendwie ranzukommen. Sand King zahlt den Preis dafür, dass sein Team gerade in Roshan ist. 1900 Gold, oh, das war sehr knapp vom Blink, Digga. Mit Roshan hätte er es bekommen. Roshan, ja. Immerhin um eine Minute verzögert durch den Kill. Mal schauen, ob sie die Mitte jetzt hier ganken wollen, ob sie da diven wollen. Oder ob sie noch farmen. Es scheint, als ob sie nur den Jungle farmen. Blade Mail jetzt doch für X. Hat sich doch endlich gedacht, okay, hier ist ein bisschen zu greedy, jetzt voll auf Axt zu gehen ohne. Und oh, Doom gerade so gecancelt, aber Doom ist jetzt auch draußen. Gucken, ob es Fixist den Kill holt, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Rotations kommen, aber Chrono geused dafür. Könnten aber jetzt reingehen, ja. Trotzdem Kurs ist zurückgezogen. Ja, Sand King hat wieder ein paar Probleme. Ja, ist trotzdem ganz gut für Goomba gelaufen, würde ich sagen. Haben halt den Solo-Kill bekommen von Doom und immerhin Chrono benutzt, um den Kill zu bekommen. Und es sind immerhin knapp 2 Minuten, die jetzt auf Cooldown sind. Wenn sie in der Zeit mit X dann jetzt hier einen Tower pushen können, würde ich mal sagen, dass es das wert war. Auf jeden Fall, ja. XP sind bis auf 70 XP even. Aber Gold sind Goomba ein bisschen vorne durch den einen Tower. Prinzipiell auch fast auch nur der eine Tower-Kill. 14 zu 11. Aber dead even game wieder. Obwohl das am Anfang ein bisschen anders aussah mit dem Axe, der da ein bisschen out of control gegangen ist. Ach go. Das Warding gerade zahlt sich trotzdem ein bisschen mehr aus für Donkeys, wie die Wards gerade in der Position haben, wo es besser ist. Goomba haben sehr viel Emphasis drauf gelegt, dass sie jetzt oben warden, aber auf der Toplane passiert gerade nichts. Spectre ist dadurch sehr, sehr safe. Kommen sie wirklich gar nicht ran an Spectre. Oh, casual Point Booster. Ja, geht auf Blade mehr zurück. Hat halt irgendwie gesehen, okay, ich bin jetzt zweimal hintereinander gestorben. Oder einmal. Funktioniert so nicht. Und eine Haste-Rune für Cakeburn. Mal schauen. Ob er damit vielleicht auf X geht. Aber dass sie wirklich da gar keine Roshan-Ward haben, das ist schon bitter. Und jetzt kommt der Horn, aber die Frage ist, ob sie was tun können. Ich bin ein Mana-Burn erstmal vom Keep of the Light, der Exist da raushält und. Keine Chance. Schöne Ganks, die halt dadurch möglich sind, dass Goomba wirklich gar keine Wards auf der Bottomlane haben. Ja. Und jetzt wird sogar jemand recalled und eventuell next to go. Wenn Cakeburn hier die Initiation bekommt. Aber der Tower ist ziemlich schnell down. Ja, Goomba verliert das Momentum. Sie definitiv aufpassen. X darf jetzt eigentlich nicht mehr sterben. Immerhin glaube ich, ist es für das Oils ganz gut, dass die. X kommt jetzt hier rein. Man of Void das Ganze, aber Blade Mail jetzt erst aktiviert. Bisschen zu spät. Chrono ist jetzt wieder auf Cooldown. Oh, okay. Schönes Grave. Und kommt da hier weg. Und Doom direkt auf Kotl, okay. Aber immerhin. Kotl wird down. Deny noch rausbekommen. Call daneben. Ein langer Fight in der Mitte. Jetzt sollte es Doom erwischen. Hat viele Leben, aber nicht genug. Holy crap. Kein Mana und auf. X versucht zu turnen mit dem Blade Mail. Aber das reicht halt auch nicht. Oh, und jetzt Blink direkt benutzt. Aber Cakeburn, das war ein Trap. Das war nicht so gut. Aegis aufgegeben. Trotzdem Stun ist ready, eventuell wollen sie hier
Ja. Oh, schöner Dusch mit dem Holz. Ja. Und rausgeblinkt. Schöne Plays von beiden Seiten hier. Langer Fight. Aber auf den Goldgrafen schauen. Ist sogar Zero jetzt. Ja. Jetzt kommt wieder rein, aber direkter Timelock. Direkter Timelock. Und X ist jetzt drin. Frage ist, ob irgendwas rauskommt. What? Ja, Timelocks ohne Ende. Venturion sollte hier down gehen. Ja, immerhin kriegen sie noch einen Return-Kill, aber dafür mussten sie hart arbeiten. Auf der Spectre auch noch, die jetzt mit 4100 Gold Radiance auch in greifbarer Weite. Ja, immerhin. Die Spectre ist tatsächlich ein bisschen vernachlässigt worden. Sie hat Space bekommen, aber halt zu Kosten von dem Ex, der dadurch halt gar keinen Space hatte. Da kommt das Sacred Relic. Ja, 500 Gold. Bald ist es soweit. Auch 2300 Gold auf dem Doom. Ja, Blink oder nicht? Ja, wahrscheinlich erstmal Armor. Nächste Haunt in 50, müssen jetzt erstmal passiv spielen. Aber halt auch wieder keine Boards auf der Bottomlane. Noch kommt der Gegner nicht, aber ich glaube, Lina kann Spectre schon soloen. 1200 Gold sollte eigentlich reichen. Besonders weil sie halt keine Möglichkeit hat, wegzukommen. Auf jeden Fall ab und jetzt wird es natürlich das Argenehmste für Lina. Wer hätte es gedacht? Die Action. Jetzt auf der Top-Lane Rotation 3. Ja, Blink-Digger auf Chill. Doch Blink und keine Shivas oder sowas. Obwohl das Geld tatsächlich für Mystic Stuff hatte. Deswegen hatte ich mich gewundert. Da finden sie war auch viel Action los. Nico bei hat da ein Problem, ja. Crawl ist da, Stun ist draußen. Sollte ein Kill sein. Bank. Dank. Ja. Kommt AK1 zu spät rein, um noch irgendwas zu tun. Exist farmt weiter, sollte nach der Creeper 4 dann das Ganze haben. Aber Horn erstmal finden auf der Toplane wieder AK1. Der erstmal dodgen kann, aber jetzt schöner Call. Und das ist ein weiterer Dank. Und Swap zurück, schön. Und das sollte auch für Cakeburn. Ja, sehr schnell. Und nächster Dank. Schön gemacht. Bei Heroes gekriegt. Hat sich da gerade 4 Heroes gekriegt. 4 Heroes und einen Kottel gefunden. Suddenly. Unexpected. Und da ist auch das Radiance für die Spectre. Ja, das Radiance nach dem Fight auf jeden Fall da. Da bounce auch XP und Goldgrab wieder deutlich zurück. Ja, 3000 XP für Goomba und insgesamt 2500 Net Worth Änderung. Einiges. Ex auf Platz 1, was net. Ja, der hat jetzt halt auch die Danks genug. 9-4. Einmal. Hat jetzt auch das Arganims kommt. Wird dann schwierig, ich ja. Auf die mit Mütze. Scepter Kill Threshold bei 450. Das ist ja die Hälfte vom Kottel, ne? Ja, wesentlich mehr als die Hälfte sogar. Da haben sie Vision auf Edel, der wird gegoat. Aber frühes Grave kann wahrscheinlich noch einen Leaf raushalten. Aber tut es nicht. Schöne Krone. Oh, zu früh. Ich dachte, der wird reingeblinkt. Dachte. Eine Zoning Chrono. Ah. Aber ja, wieder besser für Goomba. Chrono draußen. Nur den Dazzle dafür bezahlt. Wobei ich mich da trotzdem gewundert hatte, anscheinend war der Call da nicht reinzugehen. Sonst wäre das Weave definitiv rausgekommen. Auf 4 Leute dann Weave rauszubekommen. Das ist schon geil. Aber ich glaube auch Ex war nicht in der Nähe. Ja. Aber da ist der erste Call draußen auf 2. Blackmail ist da, aber zu spät. Aber Exist ist drin mit dem Radiance. Die Illus machen Damage. Nico bei sollte hier down gehen. Dank.
Eventuell Slavi hat hier ein Problem, aber eine Sekunde für Time Walk ist auch weg. Ja, schöne Fights auf jeden Fall. Wir haben halt super Counter-Initiation damit. Ace-Blink und Respekt da noch rein. Und zu jedem Fight ermöglicht es hier auch quasi die Gefahr von dem Epicenter halt komplett zu ignorieren. Aber Chrono auf 3 und Epicenter jetzt drin, aber leider ein bisschen davor. Swap raus für Exist, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich. Aber mit der X-Counter nicht. Dann können sie einfach reingehen. Ach du, holy crap. 4 Kills. 5 Kills. Team Wipe. Wipe Tower kann sie auch nehmen. Das war eine schöne Counter-Initiation von Unicorn hier. Und Roshan. Ja, Roshan braucht noch eine Minute. Schön gemacht, obwohl die Krone ziemlich gut saß. Und ja, das Warp halt doch sehr spät kam. Ja. Wesentlich better than expected. Immer auch tanky Heroes. Also Spectres hat zwar nur das Radiance, aber mit 1200 Leben und wie viel Armor ist das? 15 Armor. Es ist halt auch nicht so das Einfachste in der Krone mal schnell down zu bekommen. Besonders mit dem Void, der, naja, Arcanims und Mask of Madness hat. Ja, und mit Damage-Items sehen anders aus. Auch durchaus noch richtig tanky machen. Ja. Hast du es gesehen? War das Reef da in der kompletten Zeit an? Ja, ich hab gerade in der Mitte geguckt. War das Reef in der kompletten Chrono-Duration an? Eigentlich. Okay. Jetzt leckt es auch gerade bei mir. Okay, nur kurz anscheinend. Kurzes Stottern. Ja, in der Mitte. Das überrascht mich so ein bisschen bei X. Ich dachte, mit dem Blade Mail wäre das eine relativ gute Sache, weil er kann nach dem Ulz direkt das Blade Mail anmachen und Dina tötet sich halt immerhin zur Hälfte selbst. Aber hat das jetzt zweimal in Folge schon nicht rausbekommen. Hat sich noch bewegen können, aber kein Blade Mail angemacht. Verschenkter Damage. Je nachdem, wie perfektionistisch man sich denkt. 2600 Gold auf Spectre. Wird wahrscheinlich dann das Yasha und dann Manta. Wahrscheinlich. Und Roshan ist genauso gespawnt, dass Donkey sich den jetzt wieder snacken können. Haunt ist ready, aber niemand von Goomba ist in der Nähe, um da reinzugehen. Schon Aufgabenspektre hat natürlich. Smoke ist da, vielleicht können sie aber hier Leute, die rauskommen, holen. Stun ist da. Oh, ein 3 Heroes Call. Aber ja, Spectre ist jetzt in allen drin, hat Ilus da, Kronos hier, Krono auf Exist, aber trotzdem müssen sie wegleapen. Nikobei steht hinten, out of Ede, kein Grave, aber nicht nötig. Stick Charges retten ihn. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig für einen Troll, der natürlich keine Möglichkeiten hat, sich zu counter-initiaten. Mit Blade Mail, ein weiterer Dank. Und Centurion hat den Force Jetzt fällt dann auch der Swap. Nächster Kill noch hier. Da hinten drin noch. Versucht hier noch Gasha zu holen, ne? Ja. Hat halt irgendwie. Ne, Laguna Blade ist auf Cooldown, okay. Hat sie da keine Chance, irgendwas zu holen. Trifft hier auf Chill, aber. Ups, zu greedy. Er hat sie eher den Zeiger. Ja. Much greed. Selbst schuld. Ja, da waren immer noch 1700 fürs Arcanims, ne? Und seit 5 Minuten. Ist da nicht so wirklich viel passiert. Ist jetzt zweimal, glaube ich, gestorben in den Teamfights. Nicht viel rausbekommen. Networth zeigt auch eine eindeutige. Spricht eine eindeutige Sprache. Ja, jetzt. Und Slavi wird hier oben. Ich meine, aber so ein Faces Void darf man niemals schätzen, ja. Ede macht halt seinen Arbeit schon ganz gut. Aber er hat auch kein Damage, ne? Na gut, trotzdem hilft es halt nichts. Cakeburn ist da, um zu securen. Fährt halt immer nur auf, dass Aix das Blade Mail ein bisschen spät anmacht. Macht er den Call und 2 Sekunden später das Blade Mail an. Also gegen Void. Gegen Elina könnte ich es vielleicht verstehen, weil nach dem Call vielleicht der Damage kommt. Aber jetzt hier auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Damage möglich. Lüfe ist da, mal schauen, ob sie goen wollen. 2 Sekunden, 1 Sekunde, jetzt ist Haunt ready. Von daher, wenn ich jetzt mal dann Doom direkt auf Slavi, wollen sie definitiv hier Go machen. Weave ist draußen auf einige.
Auch schöner Swap hier, aggressive Sachen, beide tot schon. Centurion geht hier auch noch down und da kommt der Dagger, der den Nikobai so weit slowt, dass Chill rankommt. Mal schauen. Dagger gleich auf Cooldowns, Dagger, dann hat er ready. Sollte eigentlich ein Kill sein, ja. Wenn sie hier nicht Vision verlieren. Aber da ist auch Kickburn mit dem Oils. Ne. Counted die Shade von Kickburn, okay. Vielleicht keine gute Idee. Aber versucht Chill noch unbedingt down zu bekommen, aber Stick Charges und safe. Müssen wir gucken, Chill hat jetzt Black Day und der Cooldown, Stun ist ready. Oh, da die Ulti. Okay, das. Oh, da steht aber lange. Das war eh. Ja, ich glaube, Chill sollte auch langsam. Genau, sein Scorched Earth anmachen. Da sehen wir auch mal, wie Medaillon nochmal anders genutzt. Hier sind auf eigenen. Ja, das finde ich auch immer sehr angenehm. Und auch Support-Spieler und dann einfach halt hinten zu stehen. Und halt nicht irgendwie, naja, an den Gegner ran zu müssen mit den Medaillen, ist halt ziemlich cool. Einfach Medaillen auf den Carry anmachen und vielleicht macht es halt gerade den Unterschied. 7 Armor ist halt nicht wenig. Oder 8? Oh, und Heart of the Rust, ob der Spectre jetzt hat. Tankability gegen den Fate. Und gegen die Lina. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ja, Lina, oh. Doch noch geswappt und blinkt auf derselben Stelle. Aber Chrono. Sorgt dafür, dass Gasha da wahrscheinlich stand. Geht. Ja, Rexist, ja. Allem drauf, aber trotzdem die Hälfte machen Damage. Cakeburn wird hier low, aber schönes Epicenter. Besiegt auch Chills Fate. 33 zu 20. Holen wir wieder ein bisschen auf. Deutlicher Lead für Mukba sein. Ist noch ein Lead, ja. Weiter. Das Problem ist, dass sie halt keine Tower bekommen, ne? Wenig, das wenig. Ist also das Ding. Immer noch an den Tier 2 zu klammern, haben halt keinen Push. Müssen auf die Spectre warten, bis sie fett wird. Vielleicht ein Nachteil. Schön gespielt von Nico Baby da hier. Finden sich die Ballen. Ja. Hat auch schön gemacht, dass er halt gewartet hat. Und schön den Blink Dagger auf Cooldown gesetzt und jetzt einige Damage auf Cakeburn, aber es reicht. Ja, Goomba müssen hier aufpassen, dass sie vielleicht nicht throwen. Mit Aches alleine im Tower, alle missing. Sicher gespielt ist es nicht, gefloored ist es jetzt auch nicht so schlimm bisher, aber müssen halt aufpassen. Stark weiter runter, die Donkeys, Networth ist erstmal nochmal even, aber könnte demnächst auch runtergehen. Towers sind immerhin komplett even, das heißt, den Vorteil von 7500 Gold, den Goomba jetzt haben, sind rein durch Kills und Farm. Das sind keine Tower, die jetzt irgendwie das komplett even wieder machen können. Ja, das Abtasten. Jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass ziehen. Ja. Weit. Geht aber für beide. Ja, das sieht aber jetzt hier gerade am Spawn-Zeit aus. Die Aggression auf der Top-Lane, ne? Der TR1-Tower soll weg. Ja, aber low. Smoke ist da, Haunt ist da. Vorne. 5er Action, aber DD auf dem Rückzug. Guter Game Sense oder so. Radiant's Top Tower is under attack. Wird jetzt eventuell hier am Low-Ground gesehen. Oh, direkt der Doom. Sicher. Call ist auch nochmal drin und früher Dank. Blade Mail an und Axe ist voll drin. Wird gestunt und Chrono auf 2. Axe ist noch gerade so draußen. Exist steht bei mir draußen und tötet Nico Bay. Aber ein Epicenter auf 3, wunderschön. Und Exist sollte hier down gehen. Ah, sie belebt noch gerade so. Urne. Und jetzt kommt auch noch das Haar ein bisschen an, okay. Aber na, Timelocks. Lucky Bash ist sorgen dafür, dass das ist ein kompletter Teamwipe. Wird eventuell. Ein Teamwipe für Goomba. Ja, 2, 1. Blink und TP. Ah, und Bash. Okay, nicht nötig. Auch nicht. Ultra-Kill für den Festival. Genau, das habe ich ja gesagt. Eieiei. Auch deutliche Unterschiede. Much throws. Ja, Fight Recap ist schon abgelaufen in der Zeit, schade. Aber 5000 Gold für Faces Void, der jetzt auch die Damage-Items hat.
Aber das lief nicht gut, da irgendwie hier in der kurzen Ecke da zu fighten. Vierer Chrono. War gut für Exist. Er hat ein bisschen Damage da bekommen, aber Lina stand da draußen und konnte einfach nur drauf patzen. Ah, gut, wir müssen sich jetzt sehr, sehr zurücknehmen. Das war der erste Throw. Ist jetzt wieder even. Naja, Geld und Gold. Also, ja, XP weiß ja, Gold weiß eher nein. 2000 Gold. Wir haben aber auch das Seven Salvage jetzt auf dem X. Der kann damit einen ganz gut rocken. Ja, wollte halt noch kein BKB. Boss darf auf Ede auch. Nicht gleich die Chrono. Es läuft halt darauf hinaus, wer auf wen die Chrono ist. Wenn der Ex in der Chrono ist, ist es ganz gut. Wie gesagt, wegen der Heaven's Halbert. Wenn Doom in der Chrono ist, ist es auch ganz gut. Aber ansonsten, ich glaube, langsam muss das Doom auf die Lina kommen. Die macht einfach zu viel Damage. Oder ein Ex-Call. Aber bisher. Buyback halt von. Vom AK-1 auf dem Sand King war halt sehr, sehr wichtig. Ah, nochmal versuchen. Wenn jetzt Guma noch ein paar Kills bekommen, muss ich wieder weiter vorne und ein paar Tau bekommen, aber. Jo. Definitiv wichtig. Muss Faces World erstmal auf den MKB gehen. Andererseits weiß auch nicht wie viel, ob sie die Spectre komplett im Fight ignorieren können. Macht halt Radiance Burn, ja, aber je später es wird, desto weniger wird natürlich auch der Damage, den das Radiance relevanterweise tut. Aber ja, es wird langsamer. Beide Teams farmen. Besonders Goomba wird jetzt sehr viel vorsichtiger sein, um halt eben nicht mehr da reinzukommen. Cakeburn sieht jetzt hier, wo die Spectre ist, aber will nicht initiaten. Aber jetzt vielleicht, nein. Double Damage X. Ja. Hätten sie das vielleicht besser geplant, hätten sie hier den Cakeburn bekommen können, aber auch nur durch den Haunt. Aber ja, wenn der Haunt halt zu spät käme oder eventuell hast du, glaube ich, zwischen dem Haunt und dem ersten Burn Damage Tick auch noch Zeit wegzublinken. Und es war halt damit wie die Sache. Aber unten die Ede wird durch eine Krone down gehen. 60 Sekunden Cooldown. Kann man mal machen. Bin gespannt, ob jetzt Goomba das nutzen. Ohne Krone zu fighten. Aber halt auch ohne Weave und ohne Dazzle. Wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Und es scheint so, als ob Donkeys jetzt hier den Fight wollen. AK-1 sitzt super. Kann jetzt hier PC der Channel, kommt rein, aber nur auf den Eggs. Der ist auch noch mit einem Blinkdick aufgehört. Ja, trotzdem EP ist draußen, Chronos draußen. Guck mal, könnten es hier reinitiaten. Schöner Stun auf Slavi erstmal. Versuchen zu disengagen und jetzt liegt es, glaube ich, gleich in dem Eggs, dass er da die Plays macht. Jetzt kommt's rein. Sehr schnell der Sand King down. Auch Roy Warlord geht low von dem Radiance, aber nichts passiert. Versuchen jetzt hier an den Void zu kommen, aber minus der Void hat... Armor. Oh nein, davon konnte ich rausbekommen, schade. Und geht sehr schnell down. Ah, ganz schön knapp, von zu spät von Chill. War zu spät, ja. Schön. Und jetzt BKB natürlich von Void da. Oh, oh wieder dann gedodged. Da wissen sie nicht so ganz, wo sie hinterher sollen. Und das ja. Runde kommt auch zu spät, um vom Blinken zu halten. Ja, der Void ist ein Problem. Haben eventuell Goomba jetzt zu lange gewartet. Void ist zu fett geworden. Void Nico und Spectre können sich gegenseitig nicht töten. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Ja, Void und Spectre können sich gegenseitig nicht töten, aber töten halt ihr komplettes Team währenddessen untereinander. Ja, der Kottel hat sich hier wohl noch nicht bald abgesehen. Leider noch nicht. Das stimmt. Mana ist auch. Natürlich auch gut gespendet damit. Zeigt, dass die beiden oder die beiden Tier 2 Powers noch am Stehen sind. Ja,
das ist auch so ein großes Ding. Gem auf der Insel. Obwohl gar keine einzige Ward auf der Map ist. Keine einzige. Auch selten. Oh ja. Bin ich sonst auch nur aus Pubgames. Selbst da. Hab sehr, sehr viele blinde Engagements. Ja, Eda hat den Gem. Ich glaube, er wird ihn ziemlich gerne abgeben. Ja. Aber. Ja, ganz, ganz. Stehen. Oh ja. Sowohl Lina als auch Sand King wollen ihn haben. Und ich glaube, Voltin wird ihn auch direkt. Da steht, wenn man. Bots angucken. 13, 12 Portal oder 13. Ja, 013. Ja, das. Weiß nicht, wenn es noch ein bisschen länger geht und das DD hier gewonnen ist, ist das Kottl so ein Anwärter für den Melk Award. 013 könnte er noch schaffen. Ah, guck mal, jetzt sind wir so eng auf der Linie. Ich dachte, dass sie mir rechts geht. Weil zum Hit. Gascha, die Aber es sind die natürlich sehr wenige. Es sind auch sehr wenig BKBs auf der Seite von Goomba, von daher ist ein Degen vielleicht da sinnvoller. Keinerlei BKB halt bisher. Tja. Networth. Holy fuck, Networth. Bis auf 10 Gold even. Jetzt ja, nicht mehr. Doch immer noch sehen. 10 Gold. Sagt, krass. Aber XP deutlich, ist aber. Sehr deutlich doch. Ja, Goomba haben es jetzt haben den Vorteil aufgegeben. Ja, erst das war diese eine Fight, jetzt wo sie even waren und dann wild wurden. Ja. Dann haben wir aber auch gleich das Completed Butterfly auf Exist. Ob er es sich direkt kauft? Ja, ich denke schon. Oder ob er für Rebuy spart. Wahrscheinlich ist Buyback hier besser. Vor allem, weil er sieht, dass es Evasions sind. Ja, und sein Rechtsklick ist halt nicht so entscheidend. Die Evasion ist gut. Aber mehr den Damage davon braucht er halt eigentlich gerade nicht. Wird gerade noch sehr viel Desolate Damage. Und keine Ahnung. Macht halt 200 Damage. Aber die keine Ahnung, die 30 Damage, ja die 50 Damage oder so, die durch das Butterfly bekommt, sind jetzt halt. Ist nicht wert, ein zweites Leben zu haben, aber jetzt. Ah. Aggressiv reingegangen ja. Vom Void. Bisschen oben auf der Toplane wird gefarmt, da war. Sehen auch den Flame Pickup. Shivas oder. Ja, AC ist wahrscheinlich sinnvoller. Oder wo. Ja, Shivas. Wahrscheinlich eher Shivas. Weil den Damage haben sie ja. Das stimmt. Die aber auch gut gemacht, ja. Valentin jetzt nicht so viel Distanz hat, Gegner zu locken, dass sie sehr breit gefächert. Ja. Ja, sie kriegen halt breit gefächert, aber trotzdem sind sie schnell genug, um halt die Spectre zu kiten. Von daher kommt das halt das Desolate nicht zum Tragen. 4000. Das ist halt so ein großes Problem. Chill. Ja. Ja, haben wir eventuell Gascha gesehen. Sehr schnell vorne, sehr aggressiv, sie wollen unbedingt bekommen. Jumps auf Ventures Build und. Ja, wollte dann doch nicht machen. Top Deffen. Kickburn, aber. Weggegangen, lieber noch. Ich glaube, den Ex haben sie kurz gesehen oder sowas. Aber jetzt hier. Initiate hier aufs. Von Spectre, aber. Und Doom auf Kickburn. Allerdings hat er Buyback. Und wenn sie jetzt hier in einer schlechten Position sind, könnte es schwierig werden. Erstmal BKB von Troll angemacht. 8 Sekunden. Schön, dass du dann. Und. Oh nein! Das ist ein bisschen doof. Jetzt hat er es überhaupt nicht da, um Chill zu retten. Naja, aber Ede ist drin. Ede hat es. Ede hat es rausbekommen, aber ein schönes Epicenter.
Trotzdem die Frage, lebt noch jemand? Oh, und es sieht nicht so gut aus. Exist hier drin, Exist wird komplett gebasht. Bashes von Troll und Timelocks von Faces for heute hat er nichts. Das war sehr schön gespielt, Team Wipe. Oh, das könnte Goomba an dieser Goomba noch verlieren. Ja. Ja, das könnte bis 1-1 werden. Lang hin und her gedaddelt. Der hat irgendwie den einzigen fetten Core-Asset Exist und der kann halt nichts machen, wenn er für den beiden... Ja, lassen sie erstmal liegen da. Bauen sie nicht. Kommt wahrscheinlich gleich. Ja, ich glaube, haben sie nicht getroffen. Der Kurier ist aber fett. Shivas für Troll. Hey, Skadi, meinst du? Ja, ja. Shivas, Skadi, ja. Irgendwas mit S, ne? S und Frost. Tja, Goomba. Ein Teamfight haben sie noch. Den nächsten Teamfight, den sie verlieren, wird wohl das GG sein. Andererseits, wenn sie jetzt hier ein Teamfight gewinnen, glaube ich auch nicht, dass sie damit fein raus sind. Sagt uns der Graf, das auch. 3000 Gold, die ist echt dabei XP. Oh. Wobei XP die jetzt auch nicht mehr so relevant ist. Nicht so viel Farm eigentlich. Die hat nicht so viel Fett. Das ist nicht so ein 2 AP Glyphe. Oh, Chrono daneben, tatsächlich. Nico Bay hat hier ein Problem, aber ist halt so schnell. 450 Movement Speed gegen ja, Aga, ne? 400 Movement Speed. Der mal refreshed ist. Achso, ja, gut. Ja, immerhin. Aber Buybacks natürlich vorhanden. Ja. Trotzdem 900 Gold und 3000 XP für diesen einen Kill. Wichtiger Kill. Auf die Level mal gucken. Ja, Level 25, DD ist soweit jetzt angekommen. Ja. Aber ist schon krass, wie weit doch die beiden Cores von DD halt weiter vorne sind. Und jetzt könnte Goomba hier ein Problem bekommen. Smoke nach vorne. Oh, wunderschön. Haben es halt hier gesehen, Cakeburn ist damit auch down. 122 Sekunden auf Cooldown. Ist das Buyback gewesen? Nee, das ist... Ja, das ist Buyback gewesen. Haben jetzt hier Lina kein Buyback für 114 Sekunden. Haben sie hier... Vielleicht, wenn sie sich beeilen, eine Möglichkeit wegzuholen. Aber es ist halt immer noch eine Krone da. Und ein Troll da. Und vor allem jetzt Completed Monkey Kingba. Der macht richtig Schaden jetzt, der Volt. Nicht zu unterschätzen. Ja, Sekunden ab. Ja. Da ist die Weave. Void wurde gesehen. Exist. Big Damage, aber... schon ganz gut gebufft. Es wird auch schwierig jetzt irgendwann zu kommen, aber Chrono auf 2 mit einer Flasche. Aber Doom ist jetzt hier auf Faces Void draußen. Und schönes Gekeite hier. Doom ist draußen, aber auch die Chrono ist draußen. Oh, und Call schön, auf ihn. Wunderschön. Und da wird er gefinished. Buyback ist da. Jetzt wird's kritisch. Ede ist down. Gasha wird jetzt hier wahrscheinlich down gehen. Ede Buyback. Oh, ein Call of 3. In Creeps drin. Dank Nummer 1. Nico Baby kommt low, aber auch jetzt Chill ist low. Und der erste letzte Tauschschuss. Na, tötet ihn nicht. Exist muss hier stehen bleiben. Einiges an Desolate Damage, aber hier das Epicenter. Besiegendes Schicksal, auch vom Sand King. Da kam Eda einfach nicht schnell genug zurück. Ja. Kampfresümee. Stand. Boah. Doch stark. Einiges. Einiges draußen. Gut für Goomba, aber ist halt nichts im Endeffekt bei rauszukommen. Man hat ein bisschen Tower Damage bekommen. Ist ja die Frage, ob es reicht. Konnten halt wirklich nur wegen dem Pickoff machen und die Frage ist, ob DD sich nochmal so pickoffen lassen. Roshan in 30 Sekunden. Und Slavi, mal schauen, ob er wartet. Na, ich kann jetzt den Illo reinstellen, okay. Von daher wird DD das direkt merken. Außerdem haben sie sowieso noch 50 Sekunden Zeit, bis Exist wieder da ist, hat aber dann auch ein Haunt. Networth, even auf 50 Gold mal wieder, aber jetzt mit den 2 Kills holt sich Slavi wieder was. Double Kill. Eieiei, das ist nicht gut aus der Goomba. Sie auch noch mit Gold, mit.
Und Roshan. Weil das Gold geht einfach an die falschen Personen. Welches Wall 6 Slot ist was? Ist halt 6 Level 24 kein Net Worth. Wo exist? Top Lane. Kickburn geht down. Oh. Mal wieder. Level Death und down. Weg. High Skill Hero 10 von 10. ja. Deleted from the game, ne? Ja. Dann sie bannen, wenn sie den nicht spielen gehen. Ja, 1 Minute 20 auf draußen, aber mit der Regis ist es schwierig da rein zu pushen. On Plate natürlich. Natürlich. Report. Aber die Idee wollte es trotzdem wissen. Wir sind jetzt 4 in der Mitte. Eventuell gehen sie hoch. Boots of Travel sind für Lina da, von daher in 60 Sekunden können sie High Ground gehen. Oder hier vielleicht Chill holen. Aber keine BOTs da und BOTs sind auch ein bisschen zu langsam in den Blink rein. Guma müssen defensiv sein, DD haben komplette Map Control. Haben auch das Gem noch irgendwo. Kottl hat es dabei, natürlich. Der auch auf dem Argenems geht, ein 1200 Gold des Argenems, dann ist die Map Control auf jeden Fall sicher. Gerne auf das Spectre noch den Bader Burn sehen. Ja, ist vielleicht ein bisschen später für das Item, ne? Oh, wahrscheinlich. Wäre schon fast. Aber der Purge ist halt auch gut zum Chasen. Ja. Also eventuell ist es tatsächlich hier jetzt gerade gut. Eigentlich sind so 50 Minuten so langsam so die Zeit, wo man die Diffusion wieder verkauft. Aber halt auch einfach, um das mal kurz zu kaufen. Halt die ganzen Charges halt schnell zu benutzen. Denn die Charges, die da drauf sind, wenn Exist die Anzahl von Kills bekommt, dann haben sie auf jeden Fall, gewinnen sie das hier so. Die 8 Charges reichen da schon. Auch schön hier von Ede. Den Ward hier hingestellt. Weil eben da Faces Void hat schön reingejumpt ist, dachten sie, dass da vielleicht ein Ward steht. Aber nein. War nur die Creep, der für die Supports gefarmt hat. Wir sehen, dass. Quad ist da, versucht es noch ein bisschen wegzubringen, aber DD ist komplett da. Allerdings, schöne Plate mit Pickup. Und er schafft es tatsächlich hin, nicht den Stun rauszuholen. Sehen hier das gesamte gegnerische Team und müssen sagen, okay, sind alle da, da lassen uns da mal nicht rein. Aber immerhin, Gasha hat hier Unicorn gerettet. Wichtig, wichtig. Trotzdem ermöglicht ihnen das jetzt High Ground zu gehen. Chill, push weiter auf der Top Lane. Radiant's Middle Tower is under attack. So, Highground Push Nummer 1. Der erste richtige kommt jetzt so langsam. Für DD. Mal schauen, wie sie es angehen wollen. Weg von Gasha. Da, und direkt Cakeburn. Schönes direkt. Doom auf Cakeburn mal wieder. Aber Chrono auf 2. Und direkt erstes Wop. Immerhin schon ganz gut. Und jetzt geht auf Exist. Das ist vielleicht der schlechte Hero. Denn da kann er sich da ganz gut machen. Schön, dass dann auch auf Nico Baby und jetzt könnte es Lavi down gehen. Nein, nicht ganz. Aber das ist down. Ja, und noch Nico Baby. Schönes Grave hier auf dem Spectre, aber ich glaube, da wird er down gehen. Denn Aegis ist da. Aegis chases das komplette gegnerische Team alleine. Oh, Dank. Dank. Jukes. Kommt hier weg und direkt First Hit Bash und. Oh, Grave. Schön gemacht. Dann ist noch da, kommt hier noch weg. Ja, Blink weg. Aber X geht auch noch down. Falsche Richtung geblinkt. Ja. Aber X ist es da. Und Nico Baby geht auch down. Sehr stark gemacht. Buyback-Status nicht vorhanden. 260 Gold, das. Da müssen sie jetzt oder zwei nehmen. Ja, könnten sie reingehen. Fieber Scarpy Side. Das wird für Chill. Nee, Chill jetzt macht. Ah, okay. Hat sie für Chill und auf Unicorn. Doch Chill, Shiva's Guard. Chill, tatsächlich. Er hat dann sein Chainmail wieder verkauft. Hm, okay. Ja, dann wird wohl X dann. Ja, X hat schon AC fast fertig. 200 Gold bis AC. Oder Buyback. Tja, suddenly ist es wieder even.
ist halt immer dasselbe. Highground gehen und dann Highground verkacken. Und suddenly ist es wieder even. Oh Mann, ich glaube, wir müssen jetzt auf den nächsten Hochstand warten. 53 Minuten Game. Mhm. Und es wird wohl, glaube ich, in 10 Minuten nicht zu Ende sein. Ach doch, das könnte jetzt ziemlich schnell. Down für Tower. Naja, das Problem ist halt auch, die Cooldowns für Buybacks sind halt eigentlich bei allen low. Das heißt, jeder hat Buyback oder kann Buyback bekommen. Und ich glaube, beide Teams warten auf Roshan. Oder DD, wollen smoken? Nee. Sind nur so zu fünft unterwegs. Aber Goomba scheint es jetzt hier erstmal, zumindest auf der Toplane, mal versuchen zu wollen. Aber jetzt wird von DD auch ein Go gemacht. Brauche auch eigentlich keine Idee. Hat auch genug Mana dafür, ja. Oh, AK, ups. Ist hier ein Goat, aber ganz schön früh down. Und Chrono auf nichts. Erste Chrono schon gewifft. Aber ist natürlich nächste Chrono ready. Und nächste Chrono auf 3. Das ist schon wesentlich besser. Geht es jetzt hier? Grave ist draußen. 8 Sekunden für Grave. 6. Aber Exist, ja, kommt low, aber es hilft nichts. Das Troll wieder down. Troll hat immer noch kein Buyback. Troll hat kein Buyback und Cakeburn wird hier wahrscheinlich blinken können. Urne? Die Urne wurde refreshed, ja. Cakeburn ist down. Und Kurier, na gut. Nicht, aber das. Ja, 30 Sekunden für Chrono. Chrono ist auch down. Ja. Stun ist da auf Exist, aber der hat Leben. Sind sie hier tatsächlich wieder raus? Oder Blink? Aufs Lavi? Ah, daneben. Das war blöd. Ja, aber Grave ist da. Hin und wieder. Tower haben sie bekommen, aber mehr wird es wohl nicht sein. Da sind auch zu viele für Goomba down. Hin und zurück, ja. Wobei ich eventuell gedacht hätte, dass sie hier committen könnten. Denn Exist hat Buyback und niemand anderes. Aber zwei Buybacks geforst, nächster Fight kann man das halt auch nochmal machen. Muss jetzt nicht unbedingt reingehen. ...54 Minuten. Grafen sagen nichts mehr. Oh, wir sehen Doom auf der Richtung Refresher baut. Ja. Double Takeout natürlich. Linas mit Guard. Ja, Void und Lina sind die Ziele. Und dann haben halt Donkeys nichts mehr. Hab genug Mana dafür. Auch. Die Urne ist ein Item weichen. Wäre eventuell auch ja. Ein Refresher, wäre lustig. Ja. Ja, gut, die Yellows machen ganz gut Damage, ja. Aber. Irgendjemand muss ja noch den Rapier holen, oder? Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es auf Spectre eine gute Wahl ist. Roshan ist wieder da. Roshan ist wieder da. Ich glaube, mit dem Venge haben sie durch die Wave mal gescoutet gehabt. Andererseits, Aix hat BOTs off Cooldown, on Cooldown. Von daher, vielleicht wissen sie es doch nicht. Denn jetzt gehen sie rein und Roshan ist an. Das Problem ist, Aix ist sehr weit weg. 15 Sekunden Zeit hat er eigentlich nicht dafür. Da wird es gescoutet. Er hilft ihm dabei auch noch ganz. Aber Aix ist halt nicht ready. Aix ist nicht da. Und sie machen hier einen 5er-Turn. Aber frühes Doom auf Slavi hier. Der sehr low wird durch den Spectre, aber lebt noch. Da wird er dann sterben wahrscheinlich. Ja, oder hat die Nightfan. Ja. Void down. Buyback von Void. Centurion geht hier down durch Exist. Und ich glaube, da können sie tatsächlich nichts machen. Nico Ready battelt sich hier noch ein bisschen mit Ede, aber Ghost Scepter. Hat auch Scam und jetzt.
Edesek, oh Gott. Das ist eine schlechte Sache. Daya's Curry ist auch noch gestorben. Wer hat sich denn? Eye of Scarlet Pickup. Ja, snatched, ja. Musste halt schnell geklickt werden, das stimmt schon, ja. Scarlet ist eine gute Wahl. 80 Sekunden wieder auf Cooldown, diesmal Troll aber Buyback. Von daher alle Buybacks. Trotzdem aber auch BOTs Pickup von allen. Von daher geht's jetzt einfach nur Buybacks gegenwerfen. Das könnte auf jeden Fall, weiß nicht, je nachdem wie viele Buybacks hier gespendet werden, könnte es für beide Seiten was ausbedeuten, je nachdem wie es läuft. Aber Krone auf, auch nur auf die Supports, das ist bitter. Nee, die geht hinter Eder. Das war ziemlich gut, dass Eder das hatte jetzt. Double Krone auf dieselben. Chill geht hier down. Aber Buyback natürlich. Und Eder stirbt auch noch. Okay. Und Exist geht hier down. Das ist komisch. Buyback auf Exist und go? Nein. Team Wipe? Für nichts. Wow. What happened there? Holy fuck. Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Shit, eieiei. Ja, Permabash von Troll. Was auch immer da passiert ist. Also ja, die Krone war halt auf die richtigen Leute, aber holy crap. Buyback-Status ist auf den wichtigen da, nicht auf Ede und nicht auf Gasha. Aber Gasha lebt ja auch noch. Ah, jetzt müssen die Buybacks kommen. Und dann haben wir den letzten Fight für Guma, je nachdem wie sie aussehen. Ups, dieser Swap war vielleicht... Okay, läuft. Nicht so Flying gut. Light ist Cash gewesen, wird auf jeden Fall fallen. Ja. Sintoin wird hier down gehen. Ex weit hinten, aber Krono wird benutzt, um abzuhauen. Andererseits ist er sehr low hier, Slavi. Mit dem Shivas. Kann, aber hat kein TP. Aber das wissen sie nicht. Ah, doch, glaub schon. Doch, sie sehen ihn hier, ohne TP. Ja, Ex versucht ihm in den Weg abzuschneiden. Der Board, der die gleich scoutet. Aber mit dem Leben. Mitte Tower zu kriegen und mit Rex. Ja, geht halt da hin, verkauft. Overtreads. Wahrscheinlich, ja. Portals verkauft, TP gekauft, okay, und Hapheim. Kann sie ja ein neues Paar kaufen. Das Problem ist, Ede braucht so lange und sie müssen auf jeden Fall Ede haben. Die, das Grave Duration ist lange. Keinerlei Buybacks für jeden. Von daher, das sollte jetzt der entscheidende Fall sein. Letzten Worte eines Casters. Ja. Schon 16 Minuten in 10 Minuten in. Ich glaube, du hast wieder einen Wackler an deinem Mikro. Hab ich. Bin ich wieder leise? Ja, jetzt bist du wieder lause. Laut. Laut? Jetzt wieder laut? Jetzt bist du wieder okay. Ich glaube, du hast dich falsch hingesetzt oder sowas. Ja, ans Mikro. Ja. So. Fight is on. Jetzt sind alle da. Weave ist da. Dire's middle tower is under attack. Aber ja, eine Kronos im Ende. Und zweimal Doom. Wichtiger wird jetzt sein, jetzt Ede darf nicht mit Chill zusammen in der Krone sein. Aber sneaky. Schon wie sie spielen wollen, ob sie hier den Rap Round machen wollen. Ja, oben ist auf jeden Fall kein Ward. Oder ob sie warten, aber unten pusht halt rein. Und ja, jetzt noch eine Pause, alles überdenken. Unten pusht halt rein, da muss jemand deffen kommen. Sonst verlieren sie hier allein durch die Creefheft, glaube ich. Glaube ich schon Rex. Aber andererseits, hey, der Fight oben entscheidet sowieso über das Game, von daher sind unten die Rex nicht so wichtig. Stream-Snipe. Kann durchaus sein. Ich hoffe es doch nicht. Nach ja. Der Giant oder Chat ist auch sehr begeistert von dem Match. Oh, crap. So lange schon. Tja. In der Pause. Also gut, Stream Snipe ist halt, ja, sie sind gesmoked, aber keine Ahnung, sie könnten halt jetzt, wenn sie Stream Snipen wollten, auf Chill gehen, der halt ein bisschen weit außerhalb ist. Aber andererseits auch nicht so sonderlich viel. Das Spiel in diesem Teamfight wird einfach nur hauptsächlich Chill sein. Wenn er die Dooms rausbekommt, ist es Game. Er muss mindestens einen Doom rausbekommen. Wenn er gar keinen Doom rausbekommt, glaube ich, verlieren hier Goomba. Komplett ohne Buybacks. Es ist halt das einfach nur davon abhängig. Da Bottom Lane so viele Fernkampf-Creep.
die Schnitzeln gar nicht auffassen. Ja, aber wenn sie halt jetzt mitten, ist es egal. Ist auch schon ein Weg zurück. Ja. Ja, es wird jetzt der entscheidende Fight. Wir müssen halt gucken. Entweder TP'en sie jetzt back. Das könnte unter anderem existen. Ja, Nick. Hat auch keine BOTs. BOTs sind. Okay. Das ist schwierig für Exist. Weil ohne BOTs kann er halt nicht beibacken. Oder er muss halt den Horn lassen. Aber dann kann er nicht so weit wegstehen. Könnte ein Problem werden. Aber Exist hat sowieso kein Beibacken. Stimmt. Nevermind. In 16 Sekunden hat der Sand King wieder Buyback und Gasha hat in einem Killen Buyback, okay. So. Die scheinen Go zu machen wollen. Donkey, Dota. Aber Goomba sind noch nicht ganz ready oder haben das Go übersehen. Keine Ahnung. Ah, ne. Chill und Gasha gehen auch auf Klo. Ein Standoff und go. Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt die Commitment wird, ob sie weggehen. Gut, wir hatten jetzt Zeit, das zu besprechen. Und Exist. Okay, ist geht auf die Q5 zurück. Ja, hat Horn, geht zurück. Und sie müssen jetzt erstmal die Q5 abholen hier oben. Natürlich auch doof. Oh, und tatsächlich TP'en sie alle zurück. Ja, also, sie das wollen den Streamsnipe doch vor so. Achso, ja, oder so einfach. Aber jetzt kommt hier der Go auf Chill und oh nein. Hat das PKB noch rausbekommen? Was? Das Zeit dafür? Seriously? Aber ja, wird schwierig. Jetzt können sie. Ah, oh, Refresher noch benutzt, okay. Tja. Das lief nicht so gut. Deny auf Void. Aber trotzdem, kein Buyback für niemanden. Void wieder weg, 130 Sekunden. Doom vs. Void. Haben beide Teams ein bisschen was verloren. Es ist sehr interessant, dass du halt mit einem Oils und in der Chrono irgendwie noch Zeit hast, das BKB zu aktivieren. Sehr interessant. Mal schauen, Mitte scheint es jetzt nicht zu werden, von daher. Toplane pushen. Aber es wird wohl abgewartet. Ja. Geht sie da ins Farming-Game? Abtasten 1-2 Minuten, dann geht. Längs raus pushen. Ja. Am Vorteil ist, dann nicht wieder sowas Minuten. Wie eben passiert. Noch kleinere Lags hier, oder? Nö. 170er Ping habe ich. Ja. Scheint, als hätte ich noch einen Streamer hinter und an, hab ich auch. Ja gut, in-game sagt immer nichts, aber... Ich sehe immer, wenn ich hinter der Creeper herfahre mit meiner Kamera, dass es halt so ein bisschen ruckelt. Nucky ist er. Oh, Base Race? Base Race Time? Naja, TP, T, TP. 25 Sekunden, ja. Radiant hat auf jeden Fall TPs ab. Ja, da ja auch. Ja, oder minder. Wobei, Troll hat kein TP und ist im Rohschein. Holy shit. Das sind Ranged Tracks, aber die sagen halt auch nichts mehr. Oh, ja, das haben sie nicht gesehen, dass sie da keinen. Was uncontested. Ja, trotzdem, jetzt ist es halt da. Void ist nicht da und oh, BOT ist tatsächlich von Chill. Jetzt haben sie 15 Sekunden ohne Void. Chill kommt hier rein und oben. Das ist Doom-Target. Nee, du bist schon draußen, okay. Du bist schon draußen, okay. Oh. Du bist TP. Ups, das war nichts. Jetzt kommt der Horn rein. Buyback von Sand King. Und der Horn wird nicht committed. Tja, eine Lane. Aber Slavi kommt hier von hinten. Findet hier Exist. Aber sieht ihn nicht, oder doch? Kann er ihn in Solo? Glaube ich nicht, oder? Wobei, doch. Ja, Spex ist jetzt, wenn Kickburn da ist. Tja. Und kein Spectre Ball ist weg. Down. 1 Minute 50. Hm. Und Void hat wieder Buyback, ne? Das ist auch noch groß. Mit BOTs. Gut, eine Lane of Rex für eventuell das Game hier. Jetzt mit so viel
Kills und so weiter heißt das jetzt nicht viel. Also kann auch einiges passieren hier. Also, Toplane reingepusht. Trotzdem wird es aber jetzt hier die Mitte und wahrscheinlich Thron. Das ist jetzt die Sache. Refresher ist da, von daher ist eine Chrono ist ready. Bin ich hier auf X, aber nicht getroffen. Vielleicht finden sie jetzt hier. Oh nein, das war ein schlechtes Wort. Schlechte geht eventuell chill. Ach nee, jetzt hat er es drin. Finden hier Nico Baby, aber chill. Ja, schönes Grave. Und jetzt wird die Chrono. Und Doppelkrone ist da, nur auf Ede. Nein, den kann aber. He doesn't care. Boss Death ist da und Grave ist auch da. Grave ist da. Oh, wunderschön. Ganz knapp. Trotzdem wird es aber schwierig, das zu machen. Aber jetzt wird Slavi sehr stark gekitet. Und Chrono. Oh. Ede ist da. Da kann er raushüpfen. Ede ist wieder da. Ja, jetzt kann er weghüpfen. Oh, und chill hat sich den Kill. 120 Sekunden da drauf. Nee, kein Buyback, war super low. Ja, kein Buyback, hab ich ja gesagt. Kein Buyback, das war ja ein Buyback, ne? Hatte eben noch Buyback. Okay, das dann könnte jetzt wieder umgeben sein. Gehen jetzt einfach durch die Mitte, haben jetzt sogar noch Centurion gefunden. Der hat Buyback. Joshua hinterher gechased. Eventuell Game. Kickburn hat mal kurz Rosh angeguckt, aber ist nix. Alle, mal gut. Offensive TP in die gegnerische Base. Ob das jetzt so nötig war? Blink? Nee. Mir auch, wenn man da nicht geblinkt. Aus Vector aufrufen, die Bild mit unserem Level und sie gehen direkt vor Frauen. Es da muss der Troll Buyback eigentlich kommen. Ja, ich war nicht worauf erwartet. Buyback ist da. Aber ich glaube, der Damage sollte reichen von Doom. Ha, Cakeburn hat sich eine Link ins gekauft. Ja, der ist schon dreimal drum reingegangen. Ah, okay, sorry. Okay, aber ja. Stun jetzt da. Jetzt Doom da. Noch für Good Measure nochmal Doom. Nein. Und Doom auf Centurion. Team Wipe und das sieht mir nach einem GG für Goomba aus. Lange hat's gedauert. Aber ja, in der Tat. 66 Minuten Game, starkes Game, starkes Ende. Aber noch Ende, ist es nicht vorbei. Ich wollte gerade sagen. Nexus geht hier nochmal. Chill, aber jetzt wieder okay, mit Blinks dann. Nein. Ja, ja. Das ist Game nach 66 Minuten. Holy crap, mit einem Ultra-Kill am Ende für Exist. Ja, GG, well played auf jeden Fall. War ein entertaining Match, was sie uns hier abgeliefert haben. Am Ende dann siegreich. Tapp mal dein Mikrofon an, kurz. Goomba mit 2-0. So. Ja, 2-0. Verdient. Also der Anfang lief richtig gut, aber dann haben sie ein bisschen gethrowt. Aber haben sehr, sehr weit dafür befighten müssen. 0-21 von Kottl. Also hätten sie das tatsächlich gewonnen, wäre das. Wäre Melk stolz auf ihn. Ja. So hat er natürlich mit 24-15. Gestrichen. Ja. Schön gespielt von Goomba, aber auch gut von DD gegengehalten. Und auch einige schöne Epicenters noch im Endeffekt dabei und Void ist halt auch. Trotz den widrigen Umständen hat er als Carry sich halt durchgesetzt auf der Offlane. Und dann doch noch hochgespielt. Auch Respekt für das. Puh, gut. Ja, hat Spaß gemacht. Danke, danke. Danke fürs Zuschauen für euch. Follow auf Stuff. Auf YouTube werden die Recordings schön in 1080p die nächsten Tage online sein. Von daher, wenn ihr euch schöne Momente, wie das bei, was war das, hast du die Zeit aufgeschrieben, 19 irgendwas, raus war beispielsweise, könnt ihr es auf dem YouTube-Channel angucken. Sisterson, ansonsten Twitter, @SisterSonDota und Twitch und Hitbox oder wo auch immer ihr gerade guckt. Gut, das nächste Game kommt wahrscheinlich die Tage irgendwann. Wahrscheinlich am Dienstag, genau, da ist ja vor Anchors und Sea Captain gegen Basically Unknown. Von daher, vielleicht sieht man sich dann. Bis dahin, auf Wiedersehen.